Was bewachen die denn da Hübsches? Eine Truhe. Ja, irgendwie schon dämlich, wenn man da nur so steht. Sondererinnerung. Ja. Könnt ihr mir mal schreiben, was diese Sondererinnerung, was es sich damit auf sich hat, ob man da noch irgendwie, wenn man zu einem bestimmten Ort fliegt oder so, dass dann irgendwas Besonderes passiert oder so, dass man dann an einen Ort kommt oder so, wie man jetzt, wenn man hier lang geht, wo man denn da nicht hinkommen würde. Ah ja, vielleicht, wenn wir den Punkt hier haben, ist die ganze Stadt markiert. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Das wäre doch schon mal ein kleiner Vorteil. So, einmal synchronisieren. Das ist ja eine ziemlich kleine Stadt hier, Flori oder wie sie heißt. Und wie es aussieht, ist die ganze Stadt. Nee, ich hätte gedacht, sie wäre damit markiert. Wäre ja zu schön gewesen. Ich weiß nicht, so auf Dauer ist das doch ein bisschen nervig, finde ich. Das mit diesem ganzen Synchronisieren und dann so viele. Und ich glaube, das haben sie in Assassin's Creed 3, wenn ich mich richtig erinnere, macht man denn pro Stadt oder pro Stadtgebiet einen einzigen, dass das nicht so viel ist. Wieder ein bisschen Action hier mit drin. Nächster bitte. Aspetti il permesso del capitano. Hier mal ein bisschen schneller machen, dass ich mal ein bisschen beleidige. Los, los, los. Oh, das habe ich. Da habe ich ja schön Schaden gemacht. So, den kriegen wir auch noch. Ja, der war nicht. Also, im Kontern mache ich nicht viel Schaden, aber. So. Siehst du wohl, jetzt können wir hier ganz geschillt reinlaufen. Wenn ich das nur. Da. Und dann hätten wir auch gleich die nächste Codex. Ach, doch nicht aufsteigen, Mensch. Plündern. Jetzt noch einmal kurz gucken, wo ich denn hin muss. Da muss ich hin, das markiere ich mir mal und alle Türme, die wir auf dem Weg finden, nehme ich denn mit. Der nächste ist ja hier schon gleich um die Ecke. Nämlich hier. Welcher Turm ist denn das? Da. Okay, dann ist mal wieder eine Klettereinlage gefragt. Ah, da ist doch. Ja, so kann ich da hin. Und finito. Jetzt einmal kurz nicht runterfallen, synchronisieren. Ich dachte schon, jetzt fällt er wirklich runter, weil er ging nämlich schon gerade nicht wirklich auf diesem Steg da, sondern ziemlich am Rand. Da dachte ich schon, gleich macht er einen Abflug. Ups. So, jetzt gehen wir weiter. Grüne Wachen sind hier. In Flori. Somit haben wir die Stadt wohl zurückerobert jetzt. Hier ist auch noch ein. Mache ich den? Ja, er liegt genau auf dem Weg. Ich will jetzt hier nicht so viel mit den Aussichtstürmen machen, weil das bestimmt für euch ziemlich langweilig ist. Und das will ich euch ja dann ersparen. Hier würden wir sogar noch ein Auftragsattentat kriegen. Aber. So im Grundprinzip unterscheiden die sich ja nicht viel. Vielleicht, wie man die denn am Ende tötet, ist ein bisschen anders. Aber ich würde sagen, wir machen uns erstmal daran, die Hauptstory zu machen und dann schauen wir weiter. Ja, also ungewolltes Springen ist hier an der Tagesordnung. Also jetzt wird mir das hier langsam zu bunt. Ich springe jetzt hier ans Fenster. Naja,
Gut, wirklich, Fenster ist das auch zu hoch, ne? Zu hoch. Mist. Ich dachte, ich komme hier am Dings. Da ist das auch zu hoch. Das soll einen doch hier ärgern. Ja. Das war wieder mein Talent. Und ich war auch wieder schon kurz vorm Tod. Hier kann ich auch nicht hoch. Also, na gut. Nehmen wir den umständlichen Weg, wenn Sie es wollen. Also ich glaube, das Spiel will mich gerade ärgern, mit dem Hochkommen. Da kann ich hoch. Es ist denen auch egal, dass ich da so eine Treppe hochspringe. So, aber jetzt wirklich. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das mache. Ich dachte ja so, ich könnte hier so und dann... Genau. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der nächste Punkt nach oben? Da. Jetzt habe ich es auch gefunden. Und was war nochmal das Rote? Wenn ich unten rechts auf die Karte gucke, ist da so ein roter Kreis. Oh. Oh. Wenn ich jetzt runterfalle, das ist, glaube ich, ja, ist nicht unbedingt da. Da kann ich hoch. Ich sehe da schon, dass ich daneben springen werde beim Todessprung. Und dann wird das wirklich ein Todessprung. Und synchronisieren. Das müsste wohl auch der höchste Turm in Flori sein. So, wo ist denn der Sprung da drin? Ist er da? Ich bin gerade ziemlich blind. Oder kann man hier... Dach, da. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Mehr kann nicht schief gehen. So. Jetzt will ich aber auch zu dem Punkt gehen. Ist hier gleich ein Ausgang? Oder ich nehme die Treppe da. Wäre auch eine Möglichkeit, so. Oh, eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Hier kann ich auch einfach reinspringen. Nehme hier gleich das Schiff und dann bin ich bei den Mönchen gleich, wo wir hinwollen. So. Rudern, 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 rudern. Wir müssen ja nur auf die andere Seite eben schnell. Ah gut, weiter kann ich nicht. Geht. Na, ich dachte, ich kann eben drüber springen. 50 Meter. Und noch eine Kiste mit Geld und allerhand. Und wir sind schon da. Ach, da geht's bestimmt zum nächsten Punkt, oder? Weit vom Stamm, die Abtei im Sumpfland der Romagna nach den Mönchen im schwarzen Umhang, der den Apfelstahl durchsuchen. Ah, gut. Ach, und da ist gleich Sperrgebiet. Das wird ja soweit schon mal lustig. Aber ich kann ja hier an der Seite lang gehen, so wie es aussieht. Und da wird er doch bestimmt zwischen sein. Nee, doch nicht. Nehmen wir mal eben den Aussichtsturm. Na los. Bogenschütze, nicht, dass der mich hier gleich sieht. Den will ich mal eben einmal... Kurz, also ich werde hier auch schon leiser, wenn ich schleiche. Fällt mir gerade so persönlich auf. Das muss ich ja nicht extra machen. Das muss ich ja auch am Ende alles richtig abmischen. Und das ist ja dann blöd, wenn ich plötzlich leiser rede. Südle, der ist gemacht. Und vielleicht von hier oben
Ach, doch nicht nochmal synchronisieren. Aber die Musik ist weg beim zweiten Mal, fällt mir auf. Ich will eigentlich nur Adlerauge anmachen. Jetzt kann ich Adlerauge anmachen. Kann man da irgendwie reingehen vielleicht? Ich kann mich ja jetzt auf dem Gebäude frei bewegen. Oh, hat er gar nicht mitgekriegt. Friede sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Ah, Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo. Im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. Ja. Jetzt sollen wir wieder verduften und möglichst ohne hier noch irgendwie Schwierigkeiten zu machen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass ich mir das jetzt nicht als Ziel setze. Und ich bin ja jetzt schon wieder aus dem Schlachtgebiet raus. Wie weit ist denn das? Na, da kriege ich keine Entfernung vor. Ich gehe mal hier am Ufer entlang. Am liebsten hätte ich sogar noch ein Pferd genommen, aber na gut, man kann nicht alles haben. Ein Pony. Ach, ich muss in eine Stadt. Muss ich in eine Stadt? Sieht so aus. Kann ich hier so eine kleine Wasserabkürzung nehmen? Ah, da kann ich jemanden bestechen. Was ist... Ach so, Nebel ist das hier. Einmal kurz auf die Karte gucken. Da soll ich hin, okay. Da waren wir ja schon, da haben wir ja schon synchronisiert. Das war der hohe Turm. Oh, Entschuldigung. Ihr müsst lockerer werden, Freund. Seine schändliche, widerliche, stinkende... Da hinten. Okay, da ist er. Irgendjemand? Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! War das schon? Bitte, nein! Ich will nicht sterben! Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihm zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte, Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Wir haben einen neuen Eintrag in der Datenbank. Weit vom Stamm ist synchronisiert.